Hi ihr Lieben, ich bin's, die Mel, und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unserer 5-Möglichkeiten-Reihe. Heute habe ich 5 Ideen für euch, was ihr mit Glossy Accents machen könnt. Für die unter euch, die das noch nicht kennen, Glossy Accents ist ein Multimedium, relativ flüssig, das sich ganz vielseitig verwenden lässt. Man kann damit super kleben, es trocknet erhaben und transparent auf, sodass man damit Effekte erzielen kann. Ne? Glossy Accents, also glänzende Akzente setzen kann. Und das gibt es in 2 verschiedenen Flaschengrößen. Einmal diese hier, die ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die sieht heute ein bisschen anders aus. Und diese kleinen. Ich persönlich mag die sehr gerne, weil ich saue mit sowas gerne rum oder lasse Deckel gerne offen stehen und so. Und damit ich nicht immer den ganz großen Schaden habe, nehme ich das. Hier. Wenn man das aufdreht, die haben eine relativ dünne Applikatorspitze. Aber hier sieht man das. Da sammelt sich auch gerne immer ein bisschen was dran. Wenn ich meine Glossy-Flaschen aufbewahre, habe ich normalerweise immer ein Stück Washi drumherum und eine Stecknadel, damit ich diese hier vorne das Loch in der Spitze wieder sauber kriege. Wenn man da keine Lust drauf hat, gibt es solche Applikatorspitzen, Nadelspitzen oder so heißt das, glaube ich. Die gibt es für die kleinen Flaschen und für die großen. Wenn man das aufmacht, sieht das so aus. Da hat man hier diesen feinen Applikator. Damit kann man es noch besser dosieren, noch feinere Punkte und Linien ziehen. Und in dem Deckel ist so eine Nadelspitze schon drin. Das heißt, das, was ich sonst mit meiner Stecknadel mache, das ist hier schon eingebaut. Das heißt, man steckt dieses Teil in die Spitze rein und dann kann es nicht verstopfen. Das ist eine gute Sache. Kommen wir zur ersten Möglichkeit. Wie eben schon erwähnt, Glossy Accents eignet sich super zum Kleben. Ich klebe relativ wenig mit Flüssigkleber, aber wenn ich was mit Flüssigkleber kleben muss, nehme ich gerne das. Nun will ich nicht irgendwie behaupten, dass es das allertollste Klebemittel dieser Welt ist, weil Kleber ist Glaubensfrage. Der eine schwört auf dies, der andere schwört auf das. Ich mag das wirklich gerne, weil es halt auch schwierige Sachen klebt. Ihr könnt damit alles mögliche, Knöpfe, Glitzersteine, Pailletten, nur großes, kleines, dickes, dünnes. Das hält eigentlich ziemlich vieles ziemlich gut. Deshalb mag ich es, weil es sehr vielseitig ist. So, ich habe jetzt hier ein bisschen was drauf gemacht. Einmal kurz andrücken. Und das Coole ist halt auch, das trocknet super schnell. Also eigentlich, ja, da verbindet sich das schon. Ja, das geht auch super, um zum Beispiel Alphas auf Layouts nachzukleben oder so. Die nächste Möglichkeit sind, wie gesagt, glänzende Akzente zu setzen. Ich habe hier so ein Teil aus dem Ephemera Pack aus dem, was ist denn das? August Kit. Hier habe ich jetzt eine Seite. Sieht man, ne? Ja, sieht man gut. Ne, hier glänzt das, hier habe ich es noch nicht aufgetragen. So kann man es benutzen. Das ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Das wird noch transparenter werden, wenn das dann ganz trocken ist. Um sowas zu machen, nehmt ihr einfach eure Flasche mit dem Glossy und tragt als erstes die Kontur auf. Und dann könnt ihr euch von außen nach innen arbeiten und die Fläche ausfüllen. Und darauf achten, dass ihr das nicht macht, wie ich eben am Anfang, nicht gleich zu doll drauf drücken. Dann hat man eventuell eine Luftblase drin, das ist dann nicht so hübsch. Noch raus hier. Ja. Einmal draufpicken, dann kriegt man das auch wieder weg. So, und wenn man das jetzt trocknen lässt, hat man schöne Effekte. Man kann damit auch einfach Punkte setzen oder Linien ziehen oder alles mögliche, Schriftzüge nachfahren, Alphas aufrüschen, Sticker ein bisschen mit Akzenten versetzen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Was man gut machen kann, auch mit Glossy Accents, ist es für Resist-Techniken einzusetzen. Oh, ich habe heute schon wieder einen Knoten in der Zunge. Hier habe ich zum Beispiel so ein Blatt gedudelt und mit Distress Inks so ein bisschen eingefärbtes Papier. Hier habe ich Aquarellfarbe genommen. Das verhält sich halt wie ihr das zum Beispiel kennt von den Resist-Techniken mit Embossing-Pulver. Aber so könnt ihr halt eigene Formen machen und seid da ganz flexibel.
Hier habe ich zum Experimentieren zwei ältere Flaschen rausgeholt. Hier seht ihr so, sieht das bei mir sonst aus. Ne? Waschi, oben drin steckt eine Nadel, alles ein bisschen verrotzt. Ich habe diese Fläschchen geöffnet, hier oben, wenn man da mit so einer Häkchensonde reingeht und vorsichtig, ich betone vorsichtig, wenn man es mit so viel Schwung macht, dann kommt dieses Teil einem entgegengeflogen und man hat einen Glossy Accents Fleck auf der Brille. Das ist suboptimal, kriegt man aber wieder hin, wenn man es dann gleich sauber macht. Also vorsichtig lösen und dann könnt ihr Dinge hineingeben. Ich habe hier zum Beispiel Glitzer reingetan. Der muss natürlich möglichst fein sein, damit da die Spitze nicht verstopft. Ja, so könnt ihr euch selber halt Glitzerklebe machen. Und hier habe ich Brasho, was ist das? Farbpigmente reingetan und habe es damit eingefärbt und kann damit dann halt so, naja, ähnlich wie Enamel Accents. Wenn man mal was in einer anderen Farbe braucht, könnt ihr euch das selber mixen. Hier, wie gesagt, das mit dem Glitzer. Und da die Farbe. Das geht super. Und was man noch mit Glossy Accents machen kann, als fünfte Möglichkeit, ihr könnt euch einen Hintergrund vorbereiten und das zum Embossen verwenden. Hier kann man das, ja, da kann man das ganz gut sehen. Das ist jetzt nicht so ein ganz, ganz tolles, nicht so ein ganz dolles Muster. Und es geht bestimmt auch noch ein bisschen besser, wenn man Geduld hat und das vernünftig durchtrocknen lässt. Habe ich nicht gemacht, habe meine Punkte ein bisschen breit gedrückt, das war schade. Aber um zu zeigen, dass es geht, reicht es ja vollkommen aus. Also einfach euer Glossy Accents nehmen, Punkte, Linien, Muster aufmalen, gut durchtrocknen lassen und dann mit einer Silikonmatte, Moment, hier so ein Teil, Silikonmatte, ne, euer Papier, euer Embossing-Dings, Acrylplatte drauf und dann ab durch die Big Shot und dann kann man super damit embossen. So, das waren sie schon wieder, meine fünf Möglichkeiten. Ich hoffe, euch hat das inspiriert und gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!